Magst du jetzt vielleicht denken, Goldpreis sieht doch gut aus. Auf die 10-Jahres-Sicht bin ich doch noch gut dabei. Auf 6-Monats-Sicht, ja, auch nicht so schlecht. 1-Jahres-Sicht auch nicht schlecht. Passt alles. Aber jetzt gehen wir kurz auf Dollar. Das ist nämlich Euro. Jetzt gehen wir mal auf Dollar. Und hier sehen wir, da sind wir nämlich, sieht der Graph ganz anders aus. Denn wenn du nämlich deinen Goldpreis in Euro anschaust, dann ist es natürlich ein bisschen verfälscht, da nämlich der Euro gegenüber dem Dollar um 30% gefallen ist in den letzten 6 Monaten.